Hi, da sind wir wieder im Pokémon Hard Gold, dem Together. Damn, wir sind mitten im Kampf ausgesetzt worden mit der epischen Team Rocket Musik. Ich stehe da total drauf, Leute. Mein Gott. Sieht aus, als würden wir zusammen mit dem lieben Siegfried kämpfen, was? Gut, ja, eigentlich dürfte das ja kein Problem sein. Da ja wir irgendwie ein bisschen höheres Level haben als die. Naja, ein bisschen so untertrieben. Na gut, Flammenrad. Zeig's dem Traumato. Zeig ihm hier, wer der Boss ist. Giftblick. Aussetzer. Haben sie mal alle auf Dragoan hier abgesehen, was? Seit wann kannst du Sternschauer? Also ich war das nicht. Aber ist nice. Tja, ich glaube, Arbok war es dann. Dragoran hat es zermatscht. Besonders ein Dragoran ist Level 40 und man sollte bedenken, Dragoran entwickelt sich erst auf Level 55, ne? Sei denn, da wurde was geändert, aber nicht meines Wissens. Einfach passiert ja immer so einiges, ne? Tja, Dragoran. Tomato. Kramorax, kann ich nicht wie tauschen oder so? Slimer. Slime. Was machen denn zwar Sunny, Mary und ein paar, die, ne, mal ein bisschen nachleveln müssten? Oh, toll, ich kann nicht fliegen wie ein Kramorax, du Arsch. Ha, aber ich geh trotzdem. Ja, Dragon verpisst sich. Ich hoffe, er greift Slimer an. Das habe ich verdrängt, aber gut. Dafür, dass es sehr effektiv ist, hat es nicht viel abgezogen. Donnerschock, wir haben immer noch nichts wirklich Brauchbares. Ja, solange sie Kopfnuss behält, ist ja alles in Ordnung. Obwohl, wir haben ja unser Pokémon aus dem Baum, jetzt ist das ja egal. Ich, du Idiot von Dragoran. Warum nimmst du das, von dem ich im Vorteil bin? Ach, hirnlos, ey. Ich dachte, der Siegfried ist ein Meister, der sie denken müssen, gut, die wird wohl das Kramorax nehmen. Dann nehme ich mal lieber das Slimer, ne? Naja, gut. Wen schickst du denn jetzt rein? Duflo. Wow, ich bin hier mal deprimiert hier. Komm, dann machst du jetzt nochmal auf Slimer. Ich hoffe, er ist jetzt intelligent und holt sich Duflo. Oh, Mist, wegen dieser Lehmschelle, ne? Ja, dafür kriegen wir die Säure ab. Mein Gott. Hallo, habe ich überhaupt noch Mitspracherecht hier? Boah, habe ich ein Schwein. Boah, vielleicht war das auch für Dragoan bedacht. Smatschbombe. Ja, ein Volltreffer und sehr effektiv. Oh, es ist so süß. Verdammt. Naja, jetzt haben wir ja noch Dragoan, der kann ja dann jetzt hier hinter uns herputzen, weil wir zu doof sind, es zu besiegen. Komm, Mama, Kopfnuss. Die Kopfnuss, Alter, oder was? Besonders einmal mal fliegen. Ja, doch bestimmt auch andere Attacken drauf. Drachenboot oder so ein Mist. Besiegt. Oh, ich liebe diese Musik. So ein Jammer. Jemand wie du könnte es bei Team Rocket bis ins Vorstand schaffen. Tö. Oh, vielleicht darf ich auch den Pokémon-Turm machen, aber wahrscheinlich nicht, obwohl... Ach, und wenn schon. Jetzt, wo unsere Senderexperiment geglückt ist, kümmert es mich nicht, was aus dem Wissen versteckt wird. Unsere Sache ist sehr viel größer als das alles hier zusammengenommen. Du wirst noch sehen. Vor Team Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Ich stehe diesem Tag mit Freude entgegen. Ach, sie dem Tag, ne? Ich kann nicht so lachen. Nimm's mir nicht übel, Gold. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Ja, Alter, hätte ich jetzt auch gesagt. Na gut, jetzt müssen wir nur noch dieses seltsame Signal stoppen. Ja, ja, komm, hier spiel ich auf. Zeig, dass du hier der Boss bist und so. Und das Übliche halt, ne? Diese Maschine ist in allem schuld. Aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Dann gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektroballs außer Gefecht. Dann sollte auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldige Elektroballs tut es mir leid. Aber uns bleibt eben keine andere Wahl. Gold, ich kümmere mich um die rechte Seite. Du übernimmst die linke.
Aber ich will nicht. Darf ich gehen? Diese Seite übernehme ich. Darf ich gehen? Guck mal, ich kann gehen. Cool, ich könnte ihn jetzt alleine lassen. Naja, gut. Wir wollen ja die Story vorantreiben. Gut, dafür. Windows. Hallo? So, da hat mein Windows gerade ein bisschen rumgespackt. Tun wir mal Morlord nach oben. So. Der sieht doch ein bisschen besser aus. Sunny trägt was. Das könnten wir immer wieder wegnehmen. Ach, nicht geben, sondern nehmen. Nehmen. So. Gut, Morlord, dann lass uns mal. Ach so. Dann nehmen so. Bam. Ein wildes Legendrumball. Los, Lino. Wir haben es eilig. Ich will mal in die Pokémon-Arena heute noch. Komm, mach schnell Lehmschuss, Schlammbad und dann passt das hier schon. Ich krieg die Krise. Ich töte denjenigen. So, da bin ich wieder. Ich sage euch. Ich krieg nur Anfälle. Jedes Mal klingelt dieses Telefon. Und jedes Mal vergesse ich es rauszuziehen. Oder so ähnlich. Ich sitze auch direkt neben ihr wisst schon. Neben dem Telefon halt. Geht nicht anders. Von der Kabeldings her irgendwie. Da ist die Wohnung ein bisschen doof. So ist sie toll, die Gegend ist toll, aber Internet und Telefonbox angeht, ist natürlich für den Arsch. Irgendwie. Oh Mann. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, genau, die Elektroballs. Wie, es klingt jetzt nochmal. Wie Lebensschuss zieht mehr als mehr ab als Leben. Voll raus jetzt, Leute. Mein Gott. Das Wochenende war so stressig irgendwie. Frühjahrsputz gemacht und dann natürlich raus bei dem schönen Wetter und große Spaziergänge mit meinem Hund und so. Viel unterwegs halt auch. Frühjahrsputz. Ah ja, und unser Studio haben wir jetzt angefangen zu machen. Also die Absorber sind jetzt endlich an der Wand. Der für die Decke muss noch. Dann müssen wir noch auf irgendwie zwei große Männer warten. Weil ich bin doch ein bisschen klein. Und mein Freund alleine schafft das dann ja auch nicht, die Platte da an die Decke zu haften. Und ja, dann kommen halt noch hier Bastwams oder wie die heißen, die man in die Ecke stellt. Und das ist eher relevant für meinen Freund, nicht für mich. Und ja, und diesen Moltonstoff hier für Fenster und Tür und so. Noch so ein bisschen. Ja, und dann, also der Raum klingt jetzt schon besser, er halt nicht mehr so. Was schon ganz ideal ist. Und ich spreche auf zwei Absorber, das ist auch praktisch. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Ne, sag Elektroball, für dich ist es leider jetzt vorbei. Tut mir ja leid. Ich hab keiner von euch hat Finale eingesetzt oder sowas. So, können wir jetzt schnell labern? Ich wollte noch, ich muss noch Geschäftliches erledigen. Speed-Taste drücken. Nein. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollten die mit dem See nun auch wieder alles beim Alten sein. Lass mich dir im Namen aller Pokémon danken. Ach ja, hier, nimm das doch bitte mit. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür, weil ich so ein Pro bin. Das nennt sich Whirlpool. Bring das einem Pokémon bei, um selbst stürmische Gewässer zu bequeren. Aber ohne den Orden der Arena von Margonia City wird das nichts. Man sagt, der Weg zum Schimpf sei hart und steinig. Oh, willst du es dennoch versuchen? Oh, aber ja, du hast völlig recht. Wer so leicht aufgibt, hatte wohl auch nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann. Boah, der labert genauso viel wie seine Cousine. Oder Freundin oder keine Ahnung, Cassandra ist, glaube ich, die Cousine. Glaube ich. Lass mich raus.
More Lodge in den Pokémon Center und dann endlich gegen die... Oh, hier ist niemand mehr. Und dann endlich gegen die Arena-Leiter. Da kommt Feuerriegel nach oben. Damit wir endlich mal schön durchpreschen können. Weil ich will auch mal wieder eine Arena-Leiter machen. Irgendwie habe ich da ja nicht so das Glück, außer dass ich Bianca da zwei Parts mit verschwendet habe. naja, nicht wirklich gegen Arena-Leiter gekämpft, ne? Hat die sonst noch jemanden? Nein. Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht bewusst erinnern, der von Bianca hat sich eingebrannt, der Kampf. Ein Rutscherätsel, ne? Richtig, Alter? Norbert ist ein Veteran, der sein Pokémon nun seit fast 50 Jahren trainiert. Wie du siehst, ist seine Arena außerdem von einer dicken Eisschicht umgeben. Aber in dieser eisigen Umgebung schlottern Norberts Gegner die Knie, nicht nur aufgrund der Kälte. Bist du bereit für die Eiszeit? Heize ihn mit brennendem Blut deines Ehrgeizes mal so richtig ein. Wow, was für ein versteckter Tipp, ne? Gut, das werden wir auch machen. Gut, wir nehmen jetzt mal Zanni nach oben. Habitak ist immer noch da. Hey, das wusste ich gar nicht. Aber gut, ich komme da oben hin. Zwei Arenentrainer. Nehmen wir den mal mit. Diese Pokémon-Arena hat einen rutschigen Boden, lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um rumzublödeln. Ey, alter Mann. Genau. Check die Lage, was? Oh, mit Oma Snowboard fahren, ist bestimmt cool. Nein, ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren. Noch nie. Meine Familie treibt es immer in wärmere Gefilde. Wir hassen Kälte. Nein, aber Snowboard fahren ist bestimmt cool. Stell mir wie Skateboard fahren vor, nur ohne Räder. Oh, ich muss mir unbedingt neue Inline-Skates kaufen. Oh, das wäre noch eine Errungenschaft, die ich haben möchte. Also viel Geld im Moment immer für das Studio auszugeben. Ist ja auch doof, ne? Gehen wir nochmal stärker. Ja, mal Quicke wird durch die Gegend geschmissen, so, obwohl es halt keinen Schwanz, ne? Wo man es festhalten kann. Ja, macht sich bereit. Heißt das jetzt irgendwie, war da nicht, dass ich Ausdauer ist? Das nicht, dass wir ein Kaffee übrig bleiben? Solche. Aschipatschi. Aber es ist schon niedlich, ne? So ein Pokémon, wo man in den Backen kneifen möchte. So, aber ich finde ja alles niedlich, wie ihr wisst. Abgesehen von Rosana und Pandemos. Ich mag keine Clowns. Siehst du jetzt, wie ernst wir es meinen? Ja. Bist du überhaupt ein Kerl? Ja, Kunu hieß du, ne? Diese Pokémon-Arena ist toll. Ich liebe es, mit meinen Pokémon hier zu snowboarden. Kann ich mir vorstellen. Sag mal, Angriff, was sagst du denn dazu? Sunny ist hochmotiviert. Ich dachte jetzt, er sagt jetzt, oh, mir ist kalt oder so. Sie. Um zu Norbert, unserem Arena-Leiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du losrutscht. Ja, wenn nicht, gehe ich durch die Tür, ne? Eine Art Quicksave. Die hat aber auch coole Klamotten an. Ich mag Pink. Irgendwie. Oh, haben wir nicht gerade von dir geredet? Oh, Tag im Arsch. Wir sind echt ruiniert. Der Tag fängt so schön an und jetzt kriege ich Depression, wenn ich die sehe. Ich finde das so hässlich. Das auch mit dem Todeskuss. Gab es da nicht irgendwie eine Folge im Anime, wo sie da Ash versuchen abzuknutschen und Ash so, ja. Oder war das Rocco? Das ist so ideale Frau für Rocco. Ich meine die richtigen Proportionen und so, ihr wisst schon. Ja. Gibt es eigentlich männliche Rosana? Jetzt mal hier so eine Frage. Hallo? Mit Zickenkrieg oder was? Werde ich? Ey, du bist so blöd, Sunny. Ach, macht Stern schon mal nochmal, wenn es dir Spaß macht. Ja, jetzt ist wahrscheinlich vorbei. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Jetzt aber. Geht doch. Zeig der ollen Tussi, wie es lang geht. Sei die bessere Zicke. Bingo. Beim Skifahren würde ich nie gegen dich verlieren. Skifahren, Skifahren. Ach, mir auch egal. Wenn du nicht genau rutschst, kommst du in dieser Arena nicht weit. Gerade das macht ihren Charme aus.
denke, der muss, glaube ich. Habe ich schon mal erwähnt, denken ist nicht so meine, aber wie komme ich ihn jetzt dahin? Hätte ich da jetzt überhaupt gegen klatschen müssen? Nein, hallo. Hilfe! Hilfe! Ach, anders, doch, andersrum. Ach, Mist, leck mich. Ja, mehr Zeit. Wenn überziehe ich, ich will diese Arena machen. So rum. Ich rutsche ja dagegen und kann dann so. Trainer, komm her. Was denn? Zitterst du etwa? Hast du solche Angst davor, mit mir zu kämpfen? Nein, ich mag keine Kälte. Ich hasse Kälte eigentlich. Luis. Hübscher Name. Oh, Joro. Tropf seiner Nase, Kälte. Bin so ein Fröstelgöttel. Ja, ja, mach ruhig Zugabe, du bist so ein Trottel. Tja, hier hast du deine Zugabe. Du bist tot. Wie lange hält eine Zugabe? So lange wie das Pokémon lebt oder länger? Boah, was ich alles nicht mehr weiß. Ja, früher war ich voll der irgendwie Pro und jetzt voll der Noob, ey. Jugong, ne? Ach komm, Zippo, mach du mal. Jugong ist zwar Wassereis, aber wir haben es ja eilig. Und ich habe ja gesagt, ich überziehe eiskalt. Das ist meine Arena, leider. Meiner. Das ist das Letzte, was ich tue. Wo habe ich Angst? Komm schon, Zippo, zeig's ihm. Das ist noch so doof. Ruckzuckieb. Sternschauer. Du brauchst nur so eine ultimative Attacke. Warum setzt er nicht Surfer oder so, Mister? Das ist viel effektiver. Gut. Sternschauer? Macht gerade so einen Spaß, alles durchprobieren. Bei Sunny kommt es tatsächlich viel besser mit dem Sternschauer. Jetzt kommst du mit deinem Wasserding. Oh nee, das ist die Scheiße. Gut, Zippo, das hier bringt nichts. Du tauschen tust mit. Du tun mit. Sunny. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich sehe besser im Moment drauf. Ich hoffe nur, sie überlebt es in Eissplitter. Eis. Eis mag ich wiederum. Sehr gerne. Mit dem Wasserring. Mach den Wasserring mit dir, du. Mach Kopf zu. Jetzt sitze ich stundenlang an so einem Jugong oder was? Ich krieg zu viel. Oh, ne. Du. Ah, Punkt, 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 Punkt. Oh. Komm schon, Sunny. Wir haben keine Zeit. Eine Minute noch. Oh, ey, die macht mich ehrlich fertig, die Frau. Der Mann. Ich bin jetzt schon überfordert, bin noch nicht mal bei der Arena. Und ich bin schon überfordert. Egal, dann kriegt er auch den Arena-Leiter. Ist mir ja Latte. Kann jetzt nicht 5 Stunden überziehen, nur weil, komm, nochmal Stärke. Sicher ist sicher. Oh, weg, ey. Ich krieg Depression mit dir. Jo, jo, das macht jetzt Mary. Mary. Oh ja, Sunny, du piepst. Ich mach Telefon aus. Oh, Ladevorgang. Naja. Was soll's? Wollte ich eigentlich nicht, aber ist ja egal. Schaden tut's ja nicht. Die Witz hat, dass jemand Donnerblitz oder Donnerschlag oder sowas erlernt. Ich glaube, Donnerschlag kriegt man nur. War das nicht mit Dings oder so? Mit Dings, irgendwie bei einem Attackenlerner oder so. Wenn ich ja wegen Griffe geguckt hatte. Vor der kriegt man richtig Angst. Ja, vor mir kriegt man richtig Angst. Depression, ne? Wahrhaft, starke Menschen brüsten sich nicht mit ihrer Stärke, genau wie du. Das denkst du, ey. Ich bin hier der Ober
Eingebildete, warum haben wir keine Tränke? Boah, welcher Depp hat denn hier wieder nicht eingekauft? Gut, Sunny. Trägst du zufällig was bei dir, was wir gebrauchen könnten? Proteine haben wir. Aber wieder mal keine Tränke. Oh, tollen Superball. Oh, na, einmal darf ich geben. Ich will nehmen. Item nehmen. Na gut. Verstehe ich schon. So. So. Ah, da kann ich gar nicht im Flug fangen. Schade. Ich will den aber auch noch haben. Steht ihr, seht ihr mein. Ach, jedes Mal Parallelschwung. Schon im Pokémon Kristall hatte ich schon das Problem mit diesem Parallelschwung. Ich denke da irgendwie dauernd was anderes. Paradesprung oder irgendwie sowas. Oder Parade. Keine Ahnung. Ich denke, der meint wie ein anderes Wort. Ich kann ja doch noch den Arena-Leiter machen. Da ziehe ich zwar aber so nichts Neues, ne? Ich hab's nicht so mit der Zeit. Nein, ich bin eigentlich eine sehr pünktliche Person. Ich bin immer viel zu früh da als zu spät. Oh, schon wieder Juro. Boah, ich bin zu viel. Die riecht mich auf, aber gut, diesmal hat sie nicht Wasserring gemacht. Das Blöde ist nun mein Stärkes gleich alle. Es kommt davon, wenn man die kleinen Pokémon trainieren will. Komm schon. Ach, komm mal nochmal Stärke, sicher ist sicher. Wir haben zwar gleich keine Stärke mehr, aber gut, er muss auch nochmal zum Poké-Center. Oder er macht was anderes. Ist mir egal. Dafür kriege ich dann wieder Team Rocket, kann ich auch mitlieben. Agilität, du hast einen Arsch offen, oder? Obwohl, wenn wir schneller, ne? Wir vergessen Dunkelklaue. Oder Kratzfolie? Kratzfolie. Weil, ja, Dunkelklaue hat es jetzt auch getan, weil die trifft, die hat ja irgendwie auf fast der Hälfte der Pokémon nicht wirklich Wirkung, irgendwie. Oder so ähnlich. Nur vor vielen, ne, für Jugend so. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Ja. Ich hätte mit meinen Ski-Künsten nichts angeben sollen, ja. Na gut, wenn er so rutscht. So, so, so. Ich kenne Nomads Geheimnis. Ja, ich kenne auch mein Geheimnis, dass ich voll konkret überziehe. Na gut, dann setze ich ihn hier aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und have a nice day, meine Süßen. Bye.